Ja, herzlich willkommen bei Schön in der Natur. Der Schön ist jetzt in Stockholm angekommen. Ich bin voller Zuversicht. Schauen wir mal, was Stockholm so zu bieten hat. Ich bin schon sehr gespannt. Yes, baby! Ja, natürlich ist der Tower mal wieder geschlossen beim Stadthaus, um sich eine schöne Aussicht über Stockholm zu verschaffen. Ey, da fragt man sich echt, ey, so dämlich. Das ist so dämlich, dass man einfach einen einzigen Aussichtspunkt einfach wieder geschlossen hat. Ich will gar nicht wissen, warum am Ende. Ihr wisst schon, warum. Keine Ahnung. Egal. Weiter geht's durch Stockholm. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal zu einer Thai-Massage gehen, weil das habe ich mir schon lange vorgenommen, mich mal durchkneten zu lassen und mir einfach mal was zu gönnen. Oh ja, machen Sie weiter da. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. So, nun erzählt euch mal der Herr Schön ein paar Fakten über Stockholm. Vor allem für diejenigen, die mal überlegen, auch in die Stadt zu reisen. Stockholm ist auch als schwimmende Stadt bekannt und erstreckt sich über 14 Inseln, die durch mehr als 50 Brücken miteinander verbunden sind. Dies verleiht der Stadt einen einzigartigen Charme und den Spitznamen Venedig des Nordens. Der Königspalast von Stockholm, auch als Kungliga Slottet bekannt, ist eines der größten königlichen Schlösser der Welt. Es befindet sich im Herzen der Stadt. Absolut sehenswert. Stockholm ist auch der Austragungsort der Nobelpreisverleihung für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Wirtschaftswissenschaften. Die feierliche Zeremonie findet jedes Jahr am 10. Dezember im Konzerthaus von Stockholm statt. Die Nähe zu Wasser und Natur macht Stockholm zu einem idealen Ziel für Outdoor-Aktivitäten wie Bootfahren, Kajakfahren, Segeln und Wandern in den umliegenden Wäldern und Parks. Stockholm ist ein Zentrum für skandinavisches Design und beherbergt viele bekannte Designgeschäfte, Museen und Ausstellungen, die die innovative und minimalistische Designtradition der Region präsentieren. Die Stockholmer Küche bietet eine breite Palette kulinarischer Genüsse, von traditioneller schwedischer Küche bis hin zu internationalen Restaurants mit Einflüssen aus aller Welt. Besonders beliebt sind die schwedischen Köttbullar. Stockholm hat eine faszinierende Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Besucher können historische Stätten wie das Vasa-Museum besichtigen, das ein im 17. Jahrhundert gesunkenes Kriegsschiff beherbergt. Schweden und insbesondere die Hauptstadt Stockholm werden oft für ihren hohen Lebensstandard und für ihre hohe Lebensqualität gelobt. Die Stadt bietet eine ausgezeichnete Infrastruktur, hochwertige Gesundheitsversorgung, Bildungseinrichtungen und ein umfassendes soziales Sicherheitsnetz. Ebenso verfügt Stockholm über ein effizientes und gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem, das aus U-Bahnen, Bussen, Straßenbahnen, Fähren besteht. Es ist einfach, sich in der Stadt zu bewegen, auch ohne ein Auto zu besitzen, das vor allem den Herr Schön freut, denn Herr Schön hatte noch nie ein Auto. Nur mal so, als Randnotiz. Ja, Stockholm beherbergt die weltweit erste permanente Eisbar namens Eisbar Stockholm oder Stockholm, in der alles aus Eis besteht, einschließlich der Möbel und Gläser. Die Stockholmer U-Bahn ist dafür bekannt, dass sie über 100 Kunstwerke an den Stationen beherbergt.
was sie zum längsten Kunstausstellungsraum der Welt macht. Stockholm wurde mehrmals als eine der grünsten Städte der Welt anerkannt. Etwa 30% der Stadtfläche besteht aus Parks, Grünflächen und Wasserwegen. Stockholm ist auch die Heimat des ABBA-Museums, das der legendären schwedischen Popgruppe gewidmet ist. Besucher können hier ihre Musik hören, Erinnerungsstücke sehen und sogar virtuell mit den Bandmitgliedern interagieren. Das Stockholmer Stadtmuseum beherbergt eine umfangreiche Sammlung von Artefakten aus der Wikingerzeit, darunter Schmuck, Waffen und Werkzeuge, die einen Einblick in die Geschichte der Region bieten. Stockholm wird ebenso von zahlreichen Wasserwegen durchzogen, die sowohl für den Transport als auch für die Freizeitaktivitäten genutzt werden. Bootstouren durch die Stadt und die Schären sind eine beliebte Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden. Der Hafen von Stockholm ist einer der größten und geschäftigsten Häfen Skandinaviens und ein wichtiger Knotenpunkt für Kreuzfahrten, Fähren und Frachtschiffe, die die Stadt mit anderen Teilen der Welt verbinden. Ja, hier bin ich heute Morgen gestartet in die Stadt Stockholm und wie ihr gesehen habt, habe ich die Stadt besichtigt. Das Wetter war jetzt nicht die ganze Zeit Bombe, größtenteils eher trist. Pech für mich, aber ich denke, die Aufnahmen sind ganz gut geworden, um quasi euch zu zeigen, wo ich lang gegangen bin. Und ich habe mein Bestes gegeben, um wie immer schöne Perspektiven einzufangen. Ja, ich hatte heute einen super Tag. Ich hatte mir heute eine Thai-Massage für 100 Euro gegönnt, eine neue Jacke, Outdoor-Jacke für 320 Euro, weil meine ist einfach überhaupt nicht mehr wasserdicht und geht schon an vielen Stellen kaputt und weg damit, habe ich jetzt viele Jahre benutzt. Habe noch die Cappy gekauft, eine Wollunterhose für die kalten Tage oder wenn ich einen Schlafsack schlafe und es doch mal kälter werden sollte, um einfach noch für die restlichen Wochen vorbereitet zu sein. Ja, das war es eigentlich im Grunde. Ich war noch für 50 Euro ungefähr essen insgesamt, einmal bei dieser schwedischen Burgerkette Max. Dann war ich bei Pizza Hut essen, die jetzt sogar vegane Pizzen haben. Was habe ich noch heute auf den Kopf gehauen? Das war's, glaube ich. Mir fällt gerade nichts ein. Ja, noch eine Gasflasche zum Kochen, sicherheitshalber schon mal mitgenommen, damit ich eine zweite auf Vorrat habe. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst wie immer ein Abo und ein Like. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter am Ball bleibt. Morgen werde ich schon weiterfahren. Ich werde keine große Rast in Stockholm machen, obwohl es doch einige Sachen gegeben hätte, die ich mir noch anschauen hätte können. Das Wasermuseum zum Beispiel mit dem Segelchef und so. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust jetzt nochmal auf Sightseeing. Ich habe den Tag heute richtig, richtig genutzt. Bin die ganze Zeit rumgelaufen, habe Geld auf den Kopf gehauen und werde morgen weiter in den Süden fahren. Irgendwann muss ja auch mal ein Ende dieser Reise sein. Gut, mehr gibt es hier nicht zu sagen. Verfolgt meine weitere Reise. Ich hoffe, euch das Stadtvideo zu Stockholm hat euch gefallen. Was soll ich noch sagen? Ich bin over, Ende und aus.